Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu The Hunter 2016 zusammen mit dem Kliggy. Hallo. Heute mal wieder im Deutschen Lande. Alles klar. Bitte, bitte, bitte. So, dann einmal einsprühen. Ja, Hirschfelden, diesmal an der Rittermühle. Also drüben dementsprechend bei den Rothirschen und den, so, bei den Rothirschen, bei den Rotfüchsen und bei den Gänsen, die es gibt, aber ich denke mal, das wird sich später eher alles noch vermischen und wir, denke ich mal, wir zielen dann in Richtung Müllerhütte rüber, wo dann auch die ganzen Schweine und unsere, wo steht da, da steht noch unser Automat für... Schweine. Für Schweine und Enten sind auch noch etliche aufgestellt Gänse. Am Boden. Gänse sind auch noch etliche am Boden aufgestellt, inklusive dieses komische Zelt da. Ja, hier steht auf jeden Fall genug rum. Tja, ansonsten, tja, hier Arounder-Waffe mit dabei und ich habe mir mal für jetzt euch den, schön. Achtung. Den neuen Bogen im Endeffekt gegönnt. Ohne Aufsatz, weil der Aufsatz... mal die ganze Animation zeigen sollen. Oh. Ich hab sowieso prinzipiell, können wir hier überhaupt ins Inventar rein? Ne, gut. Natürlich. Ja, ins Inventar. Nein, ich meine, dass das jetzt nicht wieder weggeht. So, dann hab ich ja immer noch die hier mit für die Fasane zur Sicherheit. Ne, ist halt leise. Und dann dementsprechend noch den neuen Bogen. Mit der kompletten Animation, wie es der Herr so schön sagt. Ja. Ne, macht er nicht, weil er die Dinger schon reingelegt hat. Sehen Sie, was ich machen kann? Ich kann die Munition mal rausnehmen. Ich kann die Munition mal wieder reinlegen. Das könnte man noch. Müsste eigentlich dann gehen. Ja, jetzt so. Legt im Endeffekt die Pfeile rechts rein. Sehr schön. Jetzt nimmt er sich den ersten wieder raus. Genau. Ja. Das Visier, das spezielle Visier, was es dafür gibt, habe ich leider nicht. Dafür haben die EMS nicht mehr gereicht. Aber soll laut Klicks Aussage auch ohne möglich sein. Geht auch ohne. Du musst ja halt nur merken, erster Punkt 20. Also von unten nach oben. Ja, nee, von oben. Nee, ja, von oben nach unten, ja, ja. Also 20, 40, 60. Und ich habe ja halt das Visier noch drauf. Und da ist es aber so, dass es auch bei 20 beginnt, aber du hast dann 20, 30, 40, 50, 60. Für alle 10 Meter halt. Ja. Ja, aber was ja beim Armbrust schon wieder anders ist, ne? Ja. Es ist sehr, sehr verwirrend. Die neue Armbrust macht 20, 40, 60, 80. Und die 10 Point, die wir immer haben, hat 10, 20, 30, 40. Boah. Es ist. Aber ich hab's ganz gut im Kopf, weil ich ja sehr oft, ich schieß recht auf Bogen. Und sagen, macht irre Laune. Und vor allen Dingen die Innenbogen, die wir jetzt haben, da ist 10 LBS stärker. Der Pythonbogen. Hat aber den Vorteil, dass er genauso leise ist. Mhm. Also du kannst wirklich es schaffen, in Wapitis kommen, ne, zwei, drei, schießt den ersten ab, der fällt neben dem anderen. Die anderen erschrecken sich nicht. Mhm. Die laufen einfach weiter. Also der muss natürlich fallen, ne, ist klar. Ist klar. Wo du sagen kannst, wenn du das bei 20 oder bei 10 Metern machst mit der Armbrust, dann erschrecken die meisten schon. Du hast markiert? Ja, erstmal so in die Richtung. Da ist dann unten ein freies Feld, da können wir mal drüber lunsen. Eingesprüht hast du dich, ja? Ja, ich riech gut, ich weiß. Wir hatten ja, es wurde im Kommentar geschrieben, du sollst öfters mal laufen. Wahrscheinlich macht sich da jemand deine Gesundheit ein bisschen wegen deinen Kniescheiben und so. Vielleicht ist immer so geknickt. Nee, hat er eher gemeint, dass wo ich den Abschuss gemacht habe, bist du trotzdem so schleichend dorthin hin, weißt du? Mhm. Da brauchst du ja nicht mal schleichen. Kannst du aufstehen. Ja, kann ja trotzdem. Wenn jemanden abschieß. Kann ja trotzdem, ja, wenn. Gut, wir waren ja bei der letzten Map-Dings im Endeffekt auch, wo es Elche gibt und die Elche lassen sich von diesen Schüssen aber halt meistens nicht so desorientieren. Wenn man dann der Zinn läuft, naja, ich weiß ja nicht, wenn da noch Elche in der Nähe sind, die müssen ja nicht noch unbedingt weiter abhauen. Du bist so der Begründer. Meiner Meinung nach. Weil Elche, klar, Elche erschrecken sich bei Schüssen auch, die beruhigen sich relativ schnell wieder.
Dann gehen wir da zurück. Das ist ja das Faszinierende an den Tieren. Wo der andere, wo so ein Reh dann, keine Ahnung, erstmal 30 Kilometer Marsch anstrebt mit Sirene auf dem Kopf, interessiert das Ja. den Elch relativ wenig. Die Reden auf dem Kopf. Naja, die machen ja fast sowas wie Sirene auf dem Kopf. Hörst du? Gänse. Auch dort. Klar, dass du die Scheiße mit hast. Ja, nicht klar. Du hast deinen Wedler nicht dabei, ne? Nee, kein Platz mehr. Gut, er ist hier jetzt auch nicht gerade. Guck mal auf deine Tarnung, bitte. Wie sehr bist du Ich getarnt? Ist bei dir guck mal, grau? meine Tarnung, alles grau. Ja, gut, dann haben sie sich sowieso gesehen. Dafür sind dann, wenn die freien Felder kommen, ist er perfekt getarnt. Und du nicht mehr, oder was? Agili ist nur hier im Waldgebiet gut. Da ist doch was. Rothirsch, 10, weiblich. Da unten bei deiner Markierung. Ja, ein bisschen noch dahinter, ne? Ein bisschen noch drin, da bei der Straße, über der Straße sogar noch. Kommt, glaube ich, dann auch ein Hochsitz. Stimmt. Dort in der Nähe ist ein Hochsitz. Wenn wir hinten über den Wald gehen, könnte man so vom Hochsitz aus sogar jagen. Was? Ich habe da aber kein Hochsitz. Ist so ein natürlicher oder was? Nee. So aufgebaut. Ich hab da kein aufgebaut. Nee, ah ja, ne, so einer da schon von Anfang an hier stellen, Naja, ne? ich sag's doch, so ein natürlicher. Natürlicher. Da kommen die nächsten. Warte, bin schon spät. Ja, vielleicht fallen sie irgendwo mit Riemen auf die Attrappenreihe, das hatte ich auch schon öfters. Das könnte sein, ha. So, irgendwo hier. Ich mein, gut, über Was habe ich das. da? Warte mal, warte mal, warte mal. Da hinten? Komm mal zurück. Hier hoch zu mir. Das war ein Albino. Ich habe jetzt gedacht, ich sehe ein Schaf. Moment, ich rufe mal. Hast du schon gerufen? Nee, ne? Nö. So, schön gekürzt. Ich will es, danke. Lass mal kurz die Schuhe sauber machen. Das war ein Albino. Ja, ganz selten. Die Albine sind ultra selten. Also entweder hatte ich gerade einen tierischen Texturfehler. Die waren nämlich drüben auf dem Feld, was man da hinten sieht. Und die müsste ja dann hier gleich über das Ding gelatscht kommen. Das ist ja vorher noch eine ganz schöne Hucke. Die Sicht ist hier gerade total ideal. Vielleicht so, dass man noch Auf der unter die Baum. Straße. Nee, ah nee. Straße sieht so gleich. Müssen wir nur unter die Baumkronengrenze kommen. Den Bäumen, die vor uns stehen. Ah, hier, das sieht gut aus. Hier ist auf jeden Fall tierisch aufgefallen. Ja, hast du schon mal ihn geschossen? Ja. Albino, nee. Ne, Wahnsinn. Können wir uns ja drum Und. streiten, wer ihn kriegt. Da ist er, siehst du? Warte, geradeaus oder was? Hammer, markiert. Ach, tatsächlich. Tatsächlich Albino, ey. Das ist das Vibe, ja. Es ist nur einer. Ja, ne, das ist das, was Steht, ich kannst du gehört. schießen, schnell. Ja, stimmt. 52 Meter. Ne, da kommt noch einer. Ah! Wollte ich gar nicht. Warte, warte, warte. Die durfte aber liegen. Die liegt doch, weil die lebt nicht mehr. Wenn schon, hab ich nur eine Lunge getroffen, wenn nicht später. Aber das war auf jeden Fall Lungenansatz. Was blinkt da? Achso. Was? Ne, ne, ich hab grad überlegt, was hier blinkt. Das war ja nur die Markierung, die ich gesetzt habe. Guck Voll mal. aufgefallen, oder das Tier? Ja. Wahnsinn. Muss ein schönes Foto machen. Machst ein schönes Foto. Man muss so drauf lachen.
Ja, genau. Wie glücklich du bist. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich weiß, weil wie lange spielen wir jetzt der Hunter werden? Das so viel hatten wir noch nie. Ne, das stimmt. Ne, ich wurde gefunden. Lunge, Herz, sag ich doch. Und ist die. Ach, hier! Wenn jetzt eine Beide sind LKW nicht kommt. gekommen. Ne. Ja, wenn jetzt ein LKW kommt. Ja, dann war's das. Naja, zur Feier des Tages. Hey, Ne. hier vorne steht noch einer. Gut, der nicht zur Feier des Tages. Versuchst du mal zu treffen von hier aus. Ich wäre blöd, ich will noch den scheiß PDA haben. Danke. Könnte ein bisschen lauter werden. Ach, Mist, jetzt trotzdem. Und jetzt ist er noch im Berg. Verdammt nochmal. War die Profi. zweite, die noch dort mit dort war. Okay, Körper und linke Lunge habe ich getroffen. Ich gerade gut. Gucken, ob sie sich darauf einlässt. Da hinten steht sie. Bei 119 Meter. Sieht so gut aus. Der Typ sitzt im Mittelstreifen und das Vieh vorne Kopf hoch, Arsch hoch. Jetzt Kopf richtig hoch, richtig hoch. Ach, du willst sie küssen oder was? So sieht das gerade aus. Willst du den Kopf gegen dein drücken? Oh, nee. Wie verspielt er ist, ne, wenn es ums Foto machen geht. Das wäre ein gutes Thumbnail, das musst du auf jeden Fall nehmen. So Kopf an Kopf, so ein Herz drum rumziehen und dann so, das muss wahre Liebe sein. Jetzt mal den Scheiß. Nee, man macht's nicht mit Tieren. Ne, ja, sollte man prinzipiell nicht tun. Die armen Tiere. Was haben wir da hinten? Och, sag mal. Geht doch ohne was. Ne? Ist auch ein Weib. Gucken, ob die auf meinen Lockruf reagiert. Oder reagiert, also schon reagiert hat. Ach, da hinten ist noch eine. Gut verteilt. Damen, gibt es denn auch einen Herrn hier? Ich muss mal versuchen mit der neuen Waffe, was ich damit reißen kann. Stehen bleibt. 63 da aus dem Gebüsch. Geht doch mal nach oben, du gottverfluchtes Vieh. War echt schick aus. Weiße. Der Gendefekt. Ja, so, jetzt haben wir es schon mal fest. Jetzt musst du nur noch. Mach mal deinen Kopf gerade. Ja, so. Das ist auf jeden Fall hier das Feld. Wir könnten dann hinten weiter nach rechts, aber wir wollen ja dann auch rüber zu. Also ich denke mal, werden wir gerade über dieses Feld streifen. Ich werde natürlich ein bisschen im Wald laufen. Du kannst ein bisschen im Feld laufen. Weil sonst falle ich ja auf wie ein bunter Hund. Das bringt ja nichts. Das ist wohl wahr. Immer eine kleine Linkskurve und dann machen wir rüber zu den Enten, weil wir wollen ja auch versuchen, in Enten, sag ich auch schon, Genten, Enten, Genten, Gänse. Dann nehmen Aber wir nicht den mit. guten Mittelweg. Aber Genten. eine spezielle Errungenschaft habe ich dafür jetzt auch nicht gekriegt. Es ist willst du alles eine Errungenschaft haben? Oh, ich habe einen Fliegenpilz gefunden. Eine Errungenschaft, der Fliegensammler. Wenn die Stinger so scheiße selten sind, hätte ich mir da doch schon irgendwas erhofft, ja? Und die Dinger sind ja nun mal scheiße selten. Ich meine, wir Ist aber spielen der Hunter trotzdem seit dasselbe Tier. 2013, also sprich seit 3 Jahren spielen wir Hunter. Und wir haben noch, das ist jetzt das erste Mal, dass wir so ein Vieh kriegen. Was sagt das Spiel dazu? Oh, von mir aus. Hunter. Ja. Ist ja dafür bekannt, dass dein Fortschritt sehr langsam voranschreitet. Und wie oft spielst du den Hunter? Du hast ihn in 3 Jahren gespielt, vielleicht Das ändert ja trotzdem nichts, gerade an der 30 Stunden. Situation, dass wir jetzt hier ein weißes Tier gejagt haben oder erlegt haben. Ja, Da aber es hätte es gibt. eigentlich so ein Feuerwerk noch geben müssen, weißt du, so, you have promoted, weißt du, Ja. Level 300. Ach. Wir sind hier im Battlefield, weißt du, dann Promoted! Promoted! Ja, ganz genau. Das ist halt, und es gibt welche, die haben 2000er Hunter-Score und haben noch keinen Albino geschossen. Siehst du mal.
Also für jegliche Business- und Presseanfragen findet ihr die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Nein, das sehen siehst du. Moment, wenn ich mich kurz wieder einkriege, ja. Wenn ich mich kurz wieder einkriege. Und da hinten war auch noch die andere. Mit zwei Stück sind in der Nähe. Aber kriege ich die von hier? Könnt's mal versuchen. Pflanz mich mal. Wie viel Meter? Ah, jetzt reagiert sie auch. Ach, jetzt geht ja klar, laut schon am Berg. Ach, weißt du was? Jetzt bin ich schnell. Wisst ihr was? Das war's mit der Folge. Dummchen da lassen nicht vergessen, gerade weil es ein Albino war. Und wir sehen uns dann am Mittwoch. Nee, Quatsch, am Donnerstag wieder. Bis dann, Horderinne. Peace. Tschüss.